Willkommen zurück zu Observer System Redux. Vielleicht der letzten Folge. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das erreichbar ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das Aufheben der Sperre, wenn es dann gelingt oder nicht, der entscheidende Punkt sein könnte. Wir haben erfahren, unser Sohn ist körperlich gesehen nicht mehr am Leben. Also sein Körper ist halt tot. Aber sein Bewusstsein hat er vorher noch abgeloadet. Das waren die Forschungen, die er betrieben hat. Ist ihm wohl scheinbar geglückt. Aha, die Tür war vorher nicht offen. Das heißt, ich denke mal, hier sollen wir jetzt erstmal hin. Die Sache ist, Chiron hat natürlich ein Auge auf uns. Und will das alles nicht zulassen. Die scheinen von der ganzen Sache auch nicht so begeistert zu sein. Nee, hier sollen wir nicht lang, aber kann ich hier... Okay. Oder ist es doch richtig gewesen? Oh, ist es doch vielleicht richtig gewesen? Hier ist ein Aufzug. Erstmal desinfizieren, wenn wir schon hier in offizielle Chiron-Gebäude reinlaufen. Die wollen den Schmutz von draußen nicht haben. Das sieht auf jeden Fall sehr nach einem Firmensitz oder sowas aus. Keine Ahnung. Die wird wohl nur lächeln, nicht reden. Problem ist natürlich, dass wir hardcore augmentiert sind von Chiron. Die Frage ist, wie sehr können sie eigentlich auf uns zugreifen, wenn sie es unbedingt wollen oder wenn sie die Notwendigkeit dafür sehen. Das beunruhigt mich noch etwas. Unser Sohn warten sich ja auch vor sowas. Fallprotokoll aktualisiert. Das bringt man schon noch so ein bisschen Insight, also lese ich nochmal. Die Quelle des Signals, hier ist sie, die Quelle all dieses Wahnsinns. Was auch immer die Abriegelung verursacht hat, lauert hier. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, das klingt wirklich nach dem Finale, oder? Ich nehme mal so eine geile Pille. Ja. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das so gut ist. Aber dann wird sie wenigstens vorbereitet. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir die nehmen, also komm. Damit habe ich jetzt wahrscheinlich die Zugriffskraft von Chiron noch nicht verstärkt oder so. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das sind aber schon wieder sehr komische Räumlichkeiten und ich frage mich, ob das alles nur normal ist, was ich hier sehe und höre. Liegt da jemand? Da liegt eine Leiche, oder? Ich kann meine Fähigkeiten nicht benutzen. Also, wenn man sie so nennen möchte. Oh. It really is the fucking phage. Okay. You've been exposed anyway. Keep it together. Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich diese Plage, ne? Weil das von der Seite wahrscheinlich angefangen hat, sich da durchzufressen. Aber was ist das für eine komische Wohnzelle hier? Hä? Ah ja, das zeige ich mal wirklich für diese Nanophage, okay. Jetzt will ich es mal bestätigt sehen. What's going on here? Why are you people in capsules? They've locked us in. Those bastards. We're not even sick. Let us out. How do I open the capsules? I think there's a control room nearby. Just follow the light. I'll do what I can. If you can't help me, please. My son is still out there. His father, he's gone insane. Delirious. I'm afraid he might do something to our boy. You can't let that happen.
If I can find him, I'll get him out. Thank you. You've always been such a good boy. What did you say? Mhm. Und vor allen Dingen, sie ist weg. What the fuck? Aber sie sagte, folge dem Licht. Das ist, was unser Sohn auch gesagt hat am Ende, ne? Dass wir dem Licht folgen sollen. Da steht was. Aber das kann ich, glaube ich, nicht lesen. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Sprache ist, die ich nicht kenne. Sieht fast Latein aus, aber ich habe keine Ahnung. Ich bin mir bei dem Schnörkel nicht mal sicher, was das heißen soll. Was sind das hier für komische Wohnkapseln? Ich würde mich ja nicht mal wundern, wenn die ja nicht nur Experimente mit dieser Seuche machen, sondern wer weiß, ob sie selbst dafür verantwortlich sein könnten. So wirklich bekannt war ja nicht, wo die herkamen, ne? Der ist tot. Ich gehe mal wieder. This entire floor purged. Sir, some of the patients are still symptom-free. For now, we need to cut our losses. I'm not losing all my subjects out of some misguided sense of empathy. Versuchspersonen. Nicht Patienten. Da bist du ja wieder. Ich habe dich fast vermisst. Aber nicht wirklich. Du kannst auch gerne wegbleiben, bin ich ganz ehrlich. Oh Gott. Der hört sich an, als wäre er schneller als ich. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe mich verloren. Ich renne einfach. Wir wissen mittlerweile, wir können ja besiegt werden, sterben, Game Over gehen. Einmal haben wir es ja erlebt. Ist eine Sackgasse hier? Nicht im fucking Ernst. Ich habe keine Sicht, ich kann halt nichts heller machen. Och nö. Ist das eine Tür? Nee. Doch, da ist ein Durchgang. Aber fix ist auch nur ein Versteck vor ihm. Ja, das ist nur ein Versteck, glaube ich. Das war schon mal eine Sackgasse, glaube ich jetzt, oder? Das heißt, wir müssen finden, wo wir lang müssen, lang können, weiter können. Ich habe keine Ahnung, wo. Das sieht alles ziemlich gleich. Was war das? Ziemlich gleich hier aus, wollte ich sagen.
Da komme ich her, das weiß ich, glaube ich, ne? Also, wo ich gerade wieder hinlaufe. Ja, hier komme ich her. Wo soll ich denn dann lang? Ich habe bestimmt wieder irgendwas übersehen. Aber hier kommen wir her. Er ist links von mir, also ist wieder da, wo ich gerade eben war. Aber da war jetzt gerade auch kein Weg. Das heißt, es muss doch irgendwo rechts sein. Ich habe es vielleicht irgendwie übersehen. Ich denke mal, hier könnten wir uns zur Not halt verstecken. Es ist doch bestimmt doch irgendwo hier. Ich habe es nur was übersehen, oder? Das wäre halt irgendwie naheliegend. Können wir das irgendwie hoch... Ah ja. Okay, okay. Jetzt öffnen müssen, alles klar. Macht ja auch Sinn, weil die anderen waren ja schon hochgeschoben und sahen genauso aus. Aber denkt erstmal dran, wenn so ein komischer Cyber-Titan nicht da verfolgt. Ist er hier auch wieder? Ja, natürlich ist er hier auch wieder. Wo lang gehst du? Oh Gott, in meine Richtung. Das ist schlecht. Das ist eher ungünstig. Oh. Ich will die Karte auch angucken, aber ich habe einfach nur schnell gedrückt. Ich frage mich immer noch, was das ist. Also wer dieser Typ ist, ob das irgendwas ist, was bei uns irgendwie im Kopf... Also, ich meine, es hat auch scheinbar damals Helena verfolgt in ihren Erinnerungen. Aber vielleicht... Keine Ahnung. Ist das einer wie wir? Nur auf einer anderen Basis? Ich habe keine Ahnung. Na, ich glaube, das führt mich jetzt nicht weiter, oder? Ich schätze, das führt mich dahin zurück, wo ich gerade war. Ja, 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 dachte ich mir schon. Das war die Luke, die ich eben noch gesehen hatte. Das wäre ein anderer Weg nochmal rum gewesen. Er ist Gott sei Dank gar nicht mal so aggressiv hinter mir. Ich sollte die Klappe halten, bevor ich es jinxe. Ich wollte gerade sagen, dass ich diese meisten Wege gar nicht brauche. Weil er in der Regel gar nicht so extremst hinter mir her ist. Aber das ist natürlich jinxen. Das sagen wir lieber nicht. Ich höre ihn sehr nah dran. Ich gehe mal lieber hier rein. Der kann bestimmt ganz spontan mal seine Position verändern und von wo ganz anders kommen. Da gehe ich stark von aus. Da ist er. Und da kann er nur sein, wenn er sich teleportiert oder irgendwie neue Positionen findet, weil ich bin eigentlich weit vor ihm jetzt, wo er vorher war. Er läuft jetzt links von mir, das ist cool. Ausgetrickst. Nein, ich sollte auch nicht so cocky werden. Das wird nur bestraft, das wird nur bestraft. Ja, das ist ein langer, unsicherer Gang. Rennen. Was höre ich da? Wie man dumpf gegen die Scheibe schlägt, aber da ist niemand. Okay, geh mal in den Rechner, was soll's. Ich renne.
War das die Stimme seiner Frau? Ist ja so pervers, wenn das seine Frau wäre. Okay. Die Steckdosen. Schon eine gute Idee, einfach irgendwelche random Stecker rauszuziehen. Ah ja, ich dachte mir schon, dass das eher so der extra Weg ist für eine extra Karte. Hatte ich mir schon so ein bisschen gedacht. Kann ich hier stehen? Nee, kann ich nicht. Es wird weiter gerobbt und gekrochen. Wobei, hier komme ich auch nicht durch. Er wobbelt immer so komisch, wenn er so hockt. Siehst du das? Das ist so unangenehm. Also gerade beim Steuern. Achso, man kann es einfach zur Seite schieben. Okay. Gut, dass ich es versucht habe. Tentakel. Was sind Kabel und was sind Tentakel? Oh, ich kann wieder stehen. Ich habe mich nur ganz leicht erschreckt, weil ich es erwartet habe. Hier kann man es auch sehen, dass man es zur rechten Seite schieben kann. Das ist extra so. Aber was, lass mal oben so, damit Ennis vielleicht hinterherkommt. Oder es oder sie oder was auch immer. Die Kabel sind aber etwas organisch geworden hier. Schön. Welcome back to hell. So eine Szenerie hier. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Auch die Musik gibt mir ein gutes Gefühl. Das sollte passieren, das war kein Game Over, ne? Gut. Okay. There must have been a misunderstanding. I was told you decided not to undergo the augmentation procedure. Yes. Just to be clear, you do realize that that drastically decreases your chances of recovery? I made my decision. Thank you. Honey, I'm proud of you. You can do this. I know you can. I'll be there for you. Da kommt die Rose wieder ins Spiel, die wir gefunden haben. This much. Promise me. You'll take care of him. Whatever it takes. That night you and Mom argued, after you left, Mom was very sad. I asked her what was wrong, and she said the doctors could cure her, but she wasn't sure if she wanted them to. It's not that simple.
what the doctors wanted to do, there was a heavy price to be paid. She wouldn't be herself. She wouldn't be your mom anymore. That's not what I'm asking. I want to know, did mom decide for herself? Did she really want this? Of course she did. Your mother believed she was strong enough to beat this thing on her own. I did too. But she wasn't. I just wanted her to be all right. Why didn't you save her? It should have been you. Nun wissen wir etwas genau, was sich damals abgespielt hat. Und es bringt ein bisschen mehr Verständnis. Jesus, there's barely anything left of him. Can he hear us? Yes, but he's very weak. Please, make this brief. Dad, it's pretty bad. They need to replace a few parts. Easy there. Listen, it's either this or spend the rest of your life in a fucking jar. No. Think of your kid. Who's gonna take care of him? What is it, Dan? Whatever you did. 30 cc's of cortisone, stat. I need any non-medical staff out of here. Hang in there, buddy. They're gonna fix you up real good. You don't even see it. I thought I was right. Didn't know any better. Still on principle when it was her life on the line. But when it comes to saving yourself, you're pragmatic all of a sudden? I had to take care of you. I made a promise to her. No! You don't get to use her as an excuse! Not after what happened. What did you want me to do? Give up? What you made her do. Every time I look at you, I see this monster that killed my mom. Wir sind das die ganze Zeit gewesen. Ich kann mir nicht so ganz sicher sein, ob das wirklich wir sind, der andere hier ist, der rumläuft. Das könnte von unserer Art ja mehrere geben. Ne? Beziehungsweise die Frage ist, ob jeder Beobachter so aussieht. Das denke ich mal nicht unbedingt. Aber er muss ja auch in irgendeinen Unfall oder sowas geraten sein. Oder irgendwas in der Art, dass sie ihn komplett ausgetauscht haben und das aus ihm gemacht haben. Ich muss mich dabei sowas immer fragen, hat er wirklich einen Unfall? Ich meine, was, wenn du jemanden einfach nur absolut wegbetäubst und dann überzählst, es muss sein und so weiter und... Du gibst deine Einwilligung und dann... krass. Also das andere, was wir immer gesehen haben, uns, auch in dem Spiegel jetzt gerade, ist wahrscheinlich das, was wir als Illusion sehen, als digitale Verschönerung dessen, was wir eigentlich geworden sind. Ich frage mich, ob alle anderen uns auch so sehen. Vielleicht mit einem Mindestmaß an Augmentation, dass sie das dann auch so sehen. Oder ob sie das sehen, was wir eigentlich sind. Ja gut, das verstehen wir auch Adam ein bisschen besser. Das soll nicht heißen, dass ich jetzt irgendwie ihm zustimmen möchte. Verstehen, warum er so handelt, wie er handelt.
und warum diese Upload-Idee ihm so gefällt, weil es einerseits Leben rettet, andererseits davor bewahrt, das zu werden, was wir geworden sind. Okay, mach mal weiter. Da ist was vor uns. Tentakelig, kabelig. Das ist unser Sohn. Adam, what the hell is this? Cor, you made your way here. Now let me in. Let you in? What about the lockdown? The virus? The virus will get to me no matter what. Here, you're out in the web. It's only a matter of time. You need a place to hide. I need a host. A unique specimen. Detached from the web at large. Der Host? A host? I guess that's supposed to be me. Yes. An observer's mind is isolated, detached from the grid. It's the only place where I can hide. A fortress that the virus won't be able to penetrate. Let's say I let you in. Then what? Oh, it's amazing. Our minds will merge. Merge? Yeah. It might sound weird, but our minds kind of hook up. We plug into each other. Sorry, you lost me. You are losing it. Your sanity's hanging by a thread, Dad. But I can help you regain control of your senses. We can help each other. Gibt es keinen anderen Weg? There must be another way. There isn't. It's up to you. Save us both? Or leave me to die and go on with this fever dream of existence. Either way, since tonight, I'm growing weaker by the second. Soon, I won't be able to maintain a connection. Okay, ja, ich meine, welche Wahl haben wir denn? Gewähren. Wir haben es versprochen. Daran halten wir fest. You've done well. You've taken your first steps towards embracing your true nature. Towards becoming who you really are. But there's still more to do. Apartment 104. Make it quick. You killed yourself. An iteration of myself. Iteration? Then what are you? I'm Adam. Which one? The only one left. Killed him. Real Adam. The real Adam? He killed dozens. Iteration after iteration, laid to waste in pursuit of his grand design. Why should one more make a difference? You're fucking unreal. He was my son. I am your son. So what if he had the real body? You're clinging to a version of me that hated you. As if that was all that made him. Me. Your son. Du hast versucht, mich zu töten? The splicer was breathing down my neck. You sent him. Appreciate it. He was never supposed to go after you. But the drugs and paranoia took over. After that, I went full on feral. The mind is not a toy. Ironic, coming from an observer.
bin nicht sicher, ob ich alles hundertprozentig connecten kann gerade, aber okay. Aber ich verstehe schon ungefähr, worum es jetzt geht. Dass ja viele von diesen Experimenten gemacht haben, haben wir mitbekommen, als wir deinen Datenspeicher uns angeschaut hatten beim Tätowierer unten im Keller, als wir den mitgenommen hatten darunter. Wir wissen ja, dass er keine reine Weste hat, ganz und gar nicht. Seine Experimente haben ja auf jeden Fall Leben gefordert. Und du hast all diese Menschen umgebracht. Why did the others have to die? I couldn't let any word of this reach Kylo. I would stop at nothing to track me down. Way to cover your ass. Think of me what you will. But you know the corporation. They would claim this gift for themselves. I want to share it with the world. I regret what I had to do. But it was necessary evil. Also steckt Kyren gar nicht mal so sehr dahinter, sondern eher einfach unser Sohn. Alles klar. Auch hinter dem Nutzen des Wolfstypen als Werkzeug, das hat er halt genutzt als Werkzeug, um sich der restlichen Wissenden zu entledigen. Warum hast du ihn umgebracht? Why? Why did you kill him? I had no choice. Kill or be killed. The virus. Adam said it loose. He figured out how dangerous you are. Maybe. And maybe he realized he had succeeded. He created the superior version of himself, and it terrified him. Gut, also er ist wirklich nicht unser Sohn in dem Sinne, sondern wirklich eher eine Kopie. Was Sinn macht, dass er sein Bewusstsein Sohn nicht hochladen konnte, sondern er kopiert hat. Besser. So what the hell makes you better? He was driven by hatred, obsessed with the idea of not becoming you. I never came to understand. But I did. Just help me out, man. You're losing me. We're all freaks of nurture. Ich verstehe es jetzt langsam alles, ja. Your choices, your mistakes, they were all unavoidable. You can't blame us for what we are. Ja, also er hat während seinen Experimenten es irgendwann geschafft, mehr oder weniger dieses Abbild von sich zu erschaffen, ja. Und dieses Abbild hat dann alles in Bewegung gesetzt. Auch tatsächlich als allererstes seinen Erschaffer getötet. Mehr oder weniger sich selbst. Oder die Ursprungsform von sich selbst. Alles mit dem Wolfstypen als Werkzeug. Dann beenden wir das. I'm tired. Let's get this over with. Very well. If you think you're ready to make your choice. Let your son die? Or will you save me? Unser Sohn ist tot. Und das sage ich nicht, weil ich meine, dass ich. Das heißt nicht, dass ich an diesen körperlichen Überresten festhalte. Sondern mir geht es darum, dass er ein Abbild ist. Er ist nicht unser Sohn. Er mag zwar eine perfekte Kopie sein, aber er ist nicht unser Sohn. Also werden wir ihn zurückweisen. Er ist immer noch derjenige, der unseren Sohn getötet hat. Es ist scheißegal, was unser Sohn von uns gedacht hat, ob er uns gehasst hat. Unser Sohn ist tot. Du bist nur ein Abbild. Und du bist verantwortlich für seinen Tod. My son is gone. I'm not sure anymore who or what you are. But you will pay for what you did. That's disappointing. Hoping we could do this the easy way. But since you fail to see reason, I'm afraid I'm gonna have to insist. And what? Break into my brain? What do you think I've been doing for the past hour? I've been chipping away at you ever since you got into that capsule. You're breaking my heart, asshole. No, Dad. Just your mind. I didn't want to do this, but you gave me no choice. I want to live forever in a day. Go to hell after you.
I regret it must end this way. You see, without a willing host, I need to force you out. Fortunately, I have found a better place for you. Sorry, Dad. Das ist kein Good Ending. Definitiv nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eins gibt. Der Hausmeister. Ah, there you are. Bad drawn. Bad drawn. Oh Gott. Ich weiß, wo wir drinnen stecken. Bin ich jetzt der... Moment. Ach so, und ich bin... Wow. Moment. What? Das war down. Also, nachdem unser Sohn, und nicht unser Sohn, das Abbild unseres Sohnes unseren Körper übernommen hat, interessanterweise dann wirklich von außen so aussieht, wie das wir immer gesehen haben. Ich frage mich gerade wirklich, was es mit diesem Monster-Abbild auf sich hat. Was von beiden ist die Realität? Schwer zu sagen. Ich würde ja behaupten, wir vermuten, dass das Monster-Abbild die Realität ist, aber ich weiß es natürlich nicht. Aber das tut mir jetzt voll leid für Janus, Alter. Also irgendwie hat er es geschafft, unser Bewusstsein entweder auch ein Abbild zu erzeugen, oder er ist mittlerweile so weit, dass er tatsächlich komplett uploaden kann. Er hat unser Bewusstsein auf jeden Fall verdrängt in diese Putzdrohne. Und ja, der Hausmeister wollte seine Putzdrohne gerade fixen und wir haben die Chance genutzt, uns in den Hausmeister zu begeben. Deswegen haben wir die Stimme auch jetzt vom Hausmeister. Also wir sind jetzt ja offensichtlich, wie ihr seht, wir sind der Hausmeister. Ich frage mich, ob er schon mal Leute, das kaputte Bewusstsein von Leuten in Drohnen gesteckt hat. Das würde einige Verhaltensmuster einiger Drohnen erklären. Putzdrohnen. Wir sind jetzt Janus, wow. Also wir sind nicht er, aber wir sind in ihm. Das klingt auch falsch. Wir versuchen wahrscheinlich so jetzt irgendwie unseren Körper zu stoppen, indem wir... The lockdown has now been lifted. Thank you for your cooperation. Adams Apfel steckt. The situation is under control. Was für ein Ende. Was für ein Spiel, was für ein Erlebnis. Es war echt cool, interessant von der Story her. Natürlich wird jetzt super offen gelassen, was mit ihm ist.
Krass. Also ich würde fast raten, es gibt wahrscheinlich verschiedene Endings, nicht wahr? Wir hätten ja zum Beispiel das Merging auch zulassen können. Vielleicht wäre das dann anders gelaufen. Und ich frage mich mittlerweile, ob das nicht vielleicht einen super relevanten Unterschied gemacht hätte, wenn wir noch in den verdammten Kopf reingegangen wären von unserem Sohn, also dem Körper. Ja? Weil ich habe natürlich der Stimme des Sohns vertraut, nicht wissend, dass es sich nur um das Abbild handelt. Und es ist gut möglich, dass wir wichtige Details gesehen hätten in der Erinnerung unseres Sohnes. Ne? Und deswegen wollte der auch nicht, also das Abbild nicht, dass wir das machen. Deswegen sollten wir uns nicht verbinden. Das heißt, der Stimme zu vertrauen, war ein Fehler. Definitiv. Hätte ich eigentlich auch... Ja gut, ich meine, man kann schon drüber nachdenken oder hätte auch drüber nachdenken können, von wegen, ja, bei dem ganzen Dingen, die hier gefaked werden können Stimmen ja auch gefaked werden. Aber das war nicht mehr der Fall unbedingt so sehr. Und ich habe halt daran festgehalten, dass die einzige Chance, unseren Sohn zu finden, diese Stimme ist. Ne? Deswegen fand ich meine Entscheidung sogar eigentlich recht realistisch aus Sicht des Vaters. Das war wahrscheinlich, ohne Spaß, würde mich nicht wundern, das tragisch mögliche Ende. Ich meine, schlimmer konnte es ja gar nicht laufen. Er könnte jetzt immer noch leben. Der Hausmeister ist tot. Wir sind tot. Aber ich finde es passend. Ich will jetzt auch nicht irgendwie loaden und irgendwie ein anderes Ending schnell machen, damit es besser wird, sondern ich finde es passend. Ja, das war tatsächlich, würde ich behaupten, für mich, aus meiner Perspektive wahrscheinlich das gruseligste Spiel, was ich hier gespielt habe. Selber gespielt habe, ne? Jetzt ohne, dass es jetzt ein ständiges Survival-Ding ist oder so ein ständiges, es passiert die ganze Zeit was, aber es war Atmosphäre, es war natürlich auch hier und da so ein kleiner Jumpscare drin. Das war für mich schon viel zu verdauen. Aber hey, ich hab's geschafft. Und es war es wert, weil das war ein interessantes Worldbuilding. Und es war definitiv eine interessante Story. Insbesondere so ein bisschen der Main-Punkt der Story. Erstmal natürlich diese ganzen Geschichten mit dem Verbinden. Und dem Verbinden der Bewusstsein und der psychischen Traumas und der ganzen Dinge, die halt so abgelaufen sind bei den Leuten im Kopf. Aber auch die Story halt, wie sie dann verlief mit dem Sohn. Naja. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich lasse mal die Credits durchlaufen. Bin ein bisschen still. Das war auf jeden Fall Observer System Redux. Mir hat es Spaß gemacht, auch wenn es nicht immer ganz so einfach war, aufgrund des Horrorfaktors. Aber es war eine bereichernde Experience. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zu anderen Projekten. Bye bye. Bis dann.